geliebtes, wundervolles Herzenslicht. Fühle dich willkommen im heiligen Lichtkristall-Diamantenraum der höchsten göttlichen Urquelle, Gott selbst, Mutter Erde, der Himmelsmutter und deinem vollkommenen geistigen Team. Nimm nun wahr, wie du hier ankommst, wie du Stille, Regeneration, Entspannung und tiefen Frieden jetzt um dich präsent fühlen darfst und wirst. Atme nun bewusst tief ein und aus. Spüre die Kraft der Liebe, der reinen Liebe, die dich heute geborgen, nährt, trägt, sättigt und erfüllt. Spüre bewusst deine Füße auf dem Boden und die Liebe und Wärme der Elemente und der Mutter Erde, die dich heute ganz besonders erfüllt. Du bist geliebt und geborgen, getragen und gehalten und bekommst heute wahrlich große Unterstützung für die Kraft des neuen Bewusstseins in der neuen Zeit. So spüre, wie du nun durch deinen Schutzengel und Erzengel Michael liebevoll berührt wirst durch die Lichtstrahlen, die sie dir nun senden. Blaues, weißes, kristallines Licht umgibt dich nun, um dein ganzes Energiefeld zu klären. Nimm nun wahr, wie dein Schutzengel dich nun liebevoll in deinen Herzensraum begleitet. Übergebe heute alles an deinen Schutzengel und Erzengel Michael, alle Gedanken, alle Gefühle und Sorgen und trete mit Leichtigkeit und mit Freude und Dankbarkeit ein in deinen Herzensraum. Spüre nun deinen großen Seelenahnenbaum. Kraft deiner Ahnen, die dich heute liebevoll umringen und verbinden. Spüre den Stamm und die Blätter. Spüre die Kraft deines Baumes, der dich nun wahrlich zentriert, stärkt und nährt. Atme bewusst tief ein und aus, denn durch den Seelenahnenbaum verbindest du dich mit dem Atem von Mutter Erde. Der Herzschlag von Mutter Erde, von Lady Gaia, wird nun im Einklang geschwungen mit deinem Herzschlag. Harmonie, Geborgenheit, Stabilisierung findet nun für dich statt.
Ausgleichung, Gleichgewicht, Balance. Nun wirst du von deinem geistigen Team liebevoll in deinen Mondtempel gebracht, der in deinem Herzen wohnt. Spüre nun die Kraft deines Mondtempels, die Kraft des Wassers, der Reinheit und der Klarheit und die Kraft der Mondin. Reines, klares, fließendes, frisches Wasser, Mondlichtwasser umgibt dich nun. Die Mondin begrüßt dich liebevoll und bringt dich nun zu ihrem Mondlicht-Kristallwasserfall. Du trittst nun unter diesem wundervollen Wasserfall und lässt nun alles Schwere, all das, was gehen darf, einfach von dir hinfortspülen. Genieße nun die Frische, die dich im Innen und im Außen, im Mikro- und Makrokosmos nun vollkommen erreicht. In diesem Augenblick fließen die Engel und Erzengel, die Seraphim, Elohim und Cherubim im Lichtkreis um dich, die Einhorn, Pegasus und Unipec-Energien, ja auch deine lichtvollen Sternengeschwister, deine Sternenfamilie und auch die Elemente Drachen des Kosmos und der Erde umringen nun dein Energiefeld. Unter dem Gesetz der Gnade, der Liebe der Himmelsmutter Maria und der Liebe Gottes wird nun eine lichtvolle, kraftvolle Energie, eine charismatische Frequenzabstimmung für dich stattfinden. Dein Biofeld darfst du nun wahrnehmen, visualisieren. Alles wird heute in eine göttliche Balance zurückgebracht. Spüre nun bewusst in deinen physischen, emotionalen, energetischen, mentalen und spirituellen Körpern hinein. Nun wird dein Körpersystem in die Harmonie sich einschwingen. Dein Biofeldgitternetz wird nun von Lichtstrahlen und Lichtwellen unterschiedlicher lichtvoller Frequenzen durchströmt. Harmonische Synchronizität entsteht nun für dich. Dein Lichtsystem, deine Chakren, dein Kristallkörper, deine Aura, deine Zellen, dein Herz. Deine DNA dein vollkommenes, ganzheitliches Sein sowie auch
dein soziales Umfeld, Biofeld, wird nun gestärkt, ausgeglichen und balanciert. Atme nun bewusst tief ein und aus und konzentriere dich auf die Lichtstrahlen und atme sie ein und atme alles aus, was wahrlich jetzt gehen darf und wird. Fokussiere dich jetzt auf ein strahlendes, klares, positives, vitales, würdevolles Lichtfeld, das nun um dich herum aufgebaut und eingeschwungen wird. Konzentriere dich auf die Lichtenergie, die in dir und um dich herum im Torusfeld getragen, in deinem Merkaba-Feld strömt, sodass diese Lichtenergie im kontinuierlichen Fluss gut zirkulieren und fließen kann und wird. Sodass der göttliche Flow einsetzen kann. Ich bin vollkommen Einklang mit mir selbst, meinem Umfeld und dem gesamten Universum. Mein physischer, emotionaler, energetischer, mentaler und spiritueller Körper sind in vollkommener Harmonie aufeinander abgestimmt. Die Energie fließt und strömt in, durch und um mich, zu meinem Wohle und zum Wohle des Gesamten. Dein Biofeld ist der Raum, der von einem Organismus gebildet wird und der dir innewohnt. Und dieser Bioraum erzeugt Wechselwirkung, magnetische, elektrische und thermische Felder. Es gibt verschiedene Biofelder, die miteinander abgeglichen werden nun, um Harmonie, Liebe und Frieden und großen Segen zu erzeugen. Zu diesen Biofeldern zählt deine Aura, deine Chakren, deine Energiekörper, deine Schwingung und dein eigener Klang. So auch dein soziales Biofeld, deine Familie, deine Partnerschaft und Freundschaften. Auch das globale Biofeld und auch das kosmologische Biofeld, das multidimensionale Biofeld. Heute spüre bewusst die Atmung in dir und nähere dich mit dem Regenbogenlicht, das dich über allen Farben nun erreicht in deinem Mondtempel, mit deinem Lichtkreis, der dich heute trägt, nährt, reinigt, sättigt und erfüllt. Atme bewusst tief ein und aus und konzentriere dich auf dein Herz, auf deinen Atem. In dem heutigen
verbunden im Licht von Vater Sonne und der Mondin im vereinigten Sein ihrer Kräfte, wirst du nun heute auch auf die evolutionäre Entwicklung und dein volles Potenzial unterstützt. Deine DNA, deine DNS wird nun heute erfüllt, erweitert und genährt. Es ist dein Träger deiner Erbinformationen, deiner Gene. Und die DNA hat eine Form einer Doppelhelix. Zwei einzelne Stränge sind dabei in entgegengesetzten Richtungen und miteinander verbunden. Die DNA ist heilig, eine universelle Antenne und Empfänger des Wissens des gesamten Kosmos. Und sie ist eine Rückkopplung an unser wahres göttliches Erbe, unser gesamtes Potenzial, unserer eigenen Kraft und Magie. Deine feinstofflichen Lichtstränge werden nun aktiviert. Diese helfen dir auch selbst, dich zu heilen, deine Selbstheilungskräfte deutlich strömen zu lassen. Spüre nun, wie über deine Sternengeschwister, deiner kosmischen Sternenfamilie, du nun unterstützt wirst in deiner DNA und Doppelhelix. Lasse nun die Lichtstrahlen zu dir fließen, die dich ganz besonders jetzt erreichen. Das Leben ist Evolution, Wandlung und Entwicklung. Deine Doppelhelix und DNA wirkt in Lichtgeschwindigkeit. Und wenn du dich auf das wahre Erbe ausrichtest, können unglaubliche Fähigkeiten für dich offenbart werden. Sei nun bereit, mit deinem vollen Potenzial dies anzunehmen und auch zu entfalten. Wage den nächsten Entwicklungsschritt. So atme nun tief ein und aus. Denn deine Sternengeschwister, das universelle Bewusstsein, Metatron, die göttliche Urquelle, verbinde dich nun mit deinem Urerbe. Lasse, öffne dich, lasse bewusst in dich fließen, was nun zu dir fließen soll und darf. Deine eigene Regenbogenbrücke, die Antakarana, ist die Verbindung zur Quelle, zur göttlichen Urquelle. Und sie entfaltet sich in deinem Licht, in allen Farben und Qualitäten der Schöpfung. Sie öffnet deine Zirbeldrüse um 360 Grad. Lasse die Energie sich nun kreisförmig um deinen Kopf ausdehnen und richte sie von ihrer Mitte nach oben hin zum göttlichen Willen aus. Richte dabei deinen Blick ganz bewusst nach innen. Verweile in deinem Zentrum deines Seins, in der Verbindung
mit den höheren Ebenen und lasse zu dir kommen, was zu dir kommen möchte. Übe dich darin, immer wieder darin, dich nach dem göttlichen Willen auszurichten und dein Vertrauen und dein Glauben in die Ebene des Lichtes zu stärken. Die Antakarana beginnt im Zentrum des pyramidalen Systems zwischen Zirbeldrüse und Hypothalamus, deinem dritten Auge und dem Kronenchakra. An deinem Hinterkopf, auf Höhe des Atlas, befindet sich unter dem Atlas eine kleine Vertiefung. Und hier verbindet sich die Antakarana, die dich mit den höheren Chakren und der göttlichen Urquelle verbindet. Sie öffnet uns den Weg in die höheren Chakrenebenen und die höheren Lichtreiche. Nun strömt unbegrenztes Regenbogenlicht in dich hinein. Hier bist du nun verbunden mit dem ewigen Lichtbewusstsein. Ich vertraue in das göttliche Führungssystem, die unendliche Liebe und unbegrenztes Licht in mir. Ich danke für die Eingebungen und dafür zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um das Richtige zu tun. Ich danke der göttlichen Führung. Nimm das Regenbogenlicht in dich und um dich herum, in deinem vollkommen ganzheitlichen Sein und in deinem Leben wahr. Mit der Kraft der Sonne und der Mondin wirst du nun heute unterstützt in deinen karmischen Belangen. Nun nimm wahr, wie du vom goldenen Licht des Christusbewusstsein Jesus Sananda nun berührt wirst. Gott, die göttliche Urquelle, schenkt dir heute Freiheit. So spüre nun in Liebe den karmischen Rat um dich. Und so bitte nun in tiefster Liebe. Danke, lieber karmischer Rat. So bitte ich in tiefster Liebe für die Beseitigung aller Blockaden, Schuldgefühle, Scham, Verhaltensweisen, Erlebnisse, seelischen Schmerzen oder anderen Hindernissen, die meiner Erfahrung von Liebe im Wege stehen könnten. Ich bitte in tiefster Liebe, mich heute davon zu befreien, sodass ich wieder im Einklang, in Harmonie und im göttlichen Fluss kommen kann und werde. Mögen die alten Energien nun gehen, die mir wahrlich nicht mehr länger dienlich sind. Ich lasse los und gebe heute hier im heiligen Licht-Kristalldiamantenraum alles frei, was mich, mein ganzes Sein, nun belastet hat
und übergebe es der göttlichen Urquelle, Jesus einander, Gott selbst. Mein Lichtkörper möge frei sein von karmischen Blockaden und Überresten, die dort nicht mehr sein sollen und brauchen. Alle Ängste, alle Sorgen und Probleme, unreine Gefühle und Gedanken werden heute hier durch dich losgelassen. Du bist nun bereit, vorwärts zu gehen, um die nächsten Entwicklungsschritte in dir anzunehmen. Gesundes Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele möge dir zur Verfügung stehen und mögest du dafür sorgen, dass dieses Gleichgewicht durch dein eigenes Zutun unterstützt ist. Der Lichtkristall der Erlösung, der Lichtkristall von Mutter Maria, der Lichtkristall von Erzengel Raphael und der Lichtkristall des allumfassenden, ganzheitlichen, neuen Vertrauens und neuen Glaubens schwingt nun in dir. Der Lichtkristall der universellen Intuition, dein Herzbewusstsein verbindet sich mit dir. Nun spüre, wie du hier durch die Seraphim und Elohim nun liebevoll genährt wirst. Bestärke deinen Glauben hier im heiligen Raum. Die Seraphim und Elohim unterstützen dich heute ganz kraftvoll dabei, mit Erzengel Metatron deinen Glauben kraftvoll neu auszurichten, sowie auch dein Vertrauen neu auszurichten. Dein Glaube trägt dich über jedes Hindernis und alles ist möglich. Vertraue auf dich selbst und darauf, dass die Engel dich begleiten. Erlebe, was dein Glaube bewirken kann und wer er sich mit der Zeit zu tiefem Wissen und Weisheit wandelt. Du wirst immer mehr die Liebe der Engel erfahren. Und durch diese Erfahrung wirst du deinen Glauben noch mehr bestärkt bekommen. All dies wird dir Sicherheit und Gewissheit schenken. Den Glauben, dass alles wahr und möglich ist. Glaube heute an dein Glück und fokussiere dich auf dein pures Glück. Glaube an den grenzenlosen Reichtum deines Lebens. Mangel ist eine Illusion. Fülle ist unerschöpfliche Kraft des Universums. Wähle heute mit unserer Hilfe ein erfülltes Leben. Das Universum ist groß. Alles ist da. Alles ist wahr. Alles ist möglich. Hier
bist du geborgen und getragen. Und alles fließt heute so leicht und frei zu dir. Erzengel Raphael und Mutter Maria erfüllen alles mit ihrer machtvollen, heilenden Energie der göttlichen Liebe. Und du lässt einfach alles, was dich belastet, übergibst du heute in die göttlichen Hände. Ich danke der himmlischen Führung für die lichtvollen und besten Lösungen für mich und allen Beteiligten. Ich danke für die universelle Lebensenergie, die göttliche Führung, die Heilung und das Wohlbefinden. Ich nehme alles, was mich belastet, aus meinem Herzen und übergebe es dem göttlichen Licht, Gott, der höchsten göttlichen Urquelle. Die höchsten Sphären sind mit dir verbunden. Erlebe die energetischen Sphären. Spüre deine Seele, wie du von ihr gefüllt und genährt jetzt wirst durch Jesus Sananda. Du wirst viele Botschaften, Eindrücke und Erinnerungen in nächster Zeit wahrnehmen. Denn deine Seele ist bereit, auf den höchsten Ebenen zu sein und zu wirken, vereinigt mit dir, deinen Körper, deinen Geist und deinem Herz. Richte dich immer wieder auf die höchsten Lichtreiche aus, auf die höchste göttliche Urquelle, das höchste Licht. Denn neue Türen öffnen sich für dich. Mache dir wahrlich jetzt keine Gedanken, was jetzt die nächsten Schritte sein mögen. Du hast alles Glück der Welt. Alle Wege stehen dir offen. Lebe die Vielfalt. Und all das, was die neue Zeit dir schenkt. Freue dich bewusst auf die Zukunft und die unerwarteten Chancen, die du jetzt wahrlich noch nicht siehst. Die neue Zeit bietet dir ungeahnte Möglichkeiten. Und wir Engel aus den Seraphim und Elohim begleiten dich, die lichtvollen Möglichkeiten wahrzunehmen und anzunehmen. Bediene dich den ungeahnten technischen Möglichkeiten, die sich dir immer mehr offenbaren werden. Und durch denen du, durch die göttliche Führung, hingeleitet wirst. Bediene dich dieser Möglichkeiten. Die Lösungen und Wege sind bereits auf dem Weg zu dir, die so manche Aufgaben deines Alltags schneller und effizienter gestalten können und werden. Spüre dein Herz. Öffne dich dem technischen Fortschritt und integriere ihn unterstützend in deinem Leben. Denn die neue Zeit bringt neue, kraftvolle, große Möglichkeiten für dich, um dich dabei zu unterstützen und um ein gesundes, natürliches Maß dafür herzustellen. Ich lade voller Freude alles Neue in meinem Leben ein. Konzentriere dich auf diese Öffnung der Liebe, denn Gott
meint es gut mit dir. Großer Heilsegen ist nun für dich geschehen. Sei dir treu. Bleibe dir selbst treu. Drücke aus, was du empfindest, und sei ehrlich und wahrhaftig. Erwarte Wunder in jedem Augenblick in deinem Leben. Du erlebst immer mehr die Wunder und die göttlichen Fügungen. Ich, Jesus Sananda, spreche nun zu dir. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Es gibt immer eine sichtbare und eine unsichtbare Seite der Liebe. Es ist immer jemand an deiner Seite, der an dich glaubt, der dich unendlich liebt, der dich begleitet, der für dich da ist, der dich salbt und ölt, der dich heilt und der dich führt, ob auf der äußeren oder auf der inneren Ebene. Liebe kennt keine Grenzen. Sie ist grenzenlos und weit. Und du bist geliebt. Jederzeit, in jeder Sekunde deines Lebens. So bin ich immer bei dir. Du kannst dein Herz mit meinem verbinden. Und sieh bewusst die Menschen, die dich begleiten, die vom Himmel geschickt wurden und an deiner Seite sind. Dein Herz ist das Tor der Unendlichkeit. Und öffne es weit, damit die geistige Welt und die Menschen, die dir gesandt werden, auf deinen Weg in einen neuen Kreis der Kraft dich tragen können, denn du bist unendlich geliebt. Das, was ich vollbracht habe, und noch vieles mehr kannst auch du. Gehen wir gemeinsam in die neue Zeit mit den goldenen Schritten voran und öffnen wir uns für die neuen Energien der goldenen neuen Zeit. Ich liebe dich und ich segne dich. Bedanke dich nun von ganzem Herzen. So fließt du in tiefer Liebe, leicht und frei, zu deinem Seelenahnenbaum zurück, um dort dich, deine Ich-Bin-Präsenz zu genießen. Spüre, wie Jesus Sananda und dein vollkommenes geistiges Team gemeinsam mit dir das neue Leben willkommen heißen und mit dir feiern. Körper, Geist, Seele und Herz, du bist Vollkommenheit.